Hallo, Boys and Girls, Girls and Boys, Frauen und Männer. Ich möchte euch heute in dieser Serie wieder eine Gitarre vorstellen, und zwar eine Fender Jaguar. Also kein Made in USA Teil, so reich bin ich nicht. Eine Made in China, Crafted in China. Ich drehe es jetzt nicht um, weil da steht die Seriennummer. Da können böse Wichte was damit anfangen. Also mir hat diese Jaguar-Form also nie gut gefallen. Aber mittlerweile habe ich sie lieb gewonnen, diese Gitarre. Gefällt mir sehr gut. Auch die Farbe, so schokoladiges Braun, also wenn man das so anschaut. Also heute haben wir nicht so optimale Lichtverhältnisse, weil draußen ist es schon dunkel. Ja, wunderbar. Auch da oben so abgefräst, damit es sich schön an den Hals, an den Körper schmiegt, wie bei der Stratocaster. Auch hier hinten sehr schön verarbeitet, da steht sogar Fender drauf. An der, sag mal, Beilagscheibe zur Halsbefestigung. Dann auch wieder die üblichen Strap-Locks, die ich in meinen vorigen Videos schon erwähnt habe. Die Gitarre hat zwei P90 Pickups, die werden auch Seifenstücke genannt, wenn sie weiß oder cremefarben sind. Diese da, die passen eigentlich sehr gut ins Bild, schwarz. Auch die Potentiometer-Knöpfe sind schwarz. Der Wahlschalter, Neck, beide, Quatsch. Bridge, beide Neck-Positionen, kennt ihr bestimmt von den Les Paul-Gitarren, also von den Gibson-Gitarren. Hat eine sehr gute Qualität, also ich habe das mal aufgeschraubt, und das sind keine kastenförmige Schalter, sondern die haben so richtige Bleche drin. Naja, die Fachleute wissen vielleicht, was ich meine, und die anderen, die können das vielleicht recherchieren mit Google oder DuckDuckGo als Suchmaschine. Und auch hier habe ich hier hinten diese Kunststoffplatte weggeschraubt und die üblichen China, ja, in dem Fall China, Kondensatoren ausgebaut, Orange Drops rein. Und hört man auch, Mechaniken tun ihren Dienst, sind jetzt also nicht so prickelnd, könnten etwas besser sein. Oben der Stift, wo die Seite drumherum gewickelt wird, der ist geschlitzt. Da kann man also schön die Seite drauf machen. Das dauert nicht sehr lange. Fender Jaguar. Und diese Seitenniederhalter, diese Bleche, die werde ich demnächst mal austauschen gegen, da gibt es so welche, naja, das ist etwas edlere Variante. Sind auch teurer. Die sind ein bisschen aus Edelstahl. Ich kann es schlecht beschreiben, so Edelstahlstift und so. Ne? Der Sattel scheint mir aus Knochen zu sein. Schönes Griffbrett, schön verarbeitet auch. Da steht kein Buntstäbchen über. Und das Holz, also für den Preis, also die hat weniger wie 300 Euro gekostet, neu. Wirklich super Holz. Das sieht man vielleicht hier, die Maserung. Genau. Hier hinten der Hals. Auch ein und Fifi vorne auch, wo letztes Video habe ich schon überlegt, Truss Rod, genau, auch schön mit einer Holzeinlage verziert, wunderbar. Und auch die typische Knacks Stratocaster Buchse, wo dann die Schraube dann locker wird, das weiß jeder. Die wird immer locker. Muss man dann wegschrauben, von innen dagegen halten. Oder es gibt auch andere Tricks. Wie heißt das? Stop-Tailpiece, wie man es von den Gibson-Gitarren kennt. Hier auch, alles super verarbeitet. Man kann also die ganze Brücke hoch und runter. Um die Bundreinheit einzustellen, kann man diese Bridges, die kleinen da, mit den Schrauben da verdrehen. Hat einen Volumenregler und der Tonregler, der funktioniert besser wie das Original, weil eben die Orange Drops, die... Ich mach's euch mal vor.
Das war es eigentlich schon. Also viel gibt es zu dieser Gitarre nicht zu erzählen. Und deswegen hat sie auch ihren Charme. Puristisch, ohne irgendwelchen Schnickschnack und so. Und wie gesagt, also mittlerweile gefällt mir sogar das Design. Früher fand ich es irgendwie scheiße. Aber jetzt gefällt mir das eigentlich ganz gut. Mein Produzent, der hat mir empfohlen, ich soll am Schluss ein bisschen dudeln. Ich werde jetzt mich total anstrengen und für euch ein paar Takte spielen und währenddessen etwas umschalten, damit das Ganze auch einen Sinn hat und nicht so sinnlos. Ne, wie viele Minuten haben wir denn? Oh, schon wieder knappe 6 Minuten. Labert, labert. Mal spinnen. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Stimmt, ne? Da merkt man, dass die Mechaniken einfach scheiße sind. Okay, noch ein bisschen Picking geht natürlich bei der auch. Kann man die Handkante schön auflegen. Ich glaube, das war irgendwann mal, habe ich das mal nachgespielt von einer Werner Lämmer-Hit-Aufnahme, Ragtime. Okay. Fender, Jaguar, ein und frei, schöne Gitarre und ich sag Tschüss.